Ja, und dann beschäftigt man sich plötzlich mit gesundheitspolitischen Themen. Drug-Checking, Substitution. Und dann kriegt man sehr viel mehr mit. Dann beschäftigt man sich mit der Frage Drogentote. Welche Nebenfolgen, Nebenwirkungen kommen denn durch das Verbot? Da geht es um Hygiene, da geht es um späte oder gar keine Erkennung schwerster Krankheiten, AIDS, Hepatitis. Das gehört dann plötzlich alles mit dazu. Dann bekommt man mit, welche Wirkungsweise Druckräume haben können, also Konsumräume, wo die hingehen können. Dann kriegt man mit, welche Probleme es durch die Kriminalisierung gibt. Wenn zum Beispiel im Winter einer in so ein Obdachlosenheim, haben wir auch schon besucht, für Suchtabhängige kommt. Also der kommt dorthin, weil er abhängig ist, aber wenn er konsumieren will, das dürfen die bei sich im Haus nicht dulden, dann müssen die den rausschicken bei 20 Grad minus. Und das sind einfach viele Probleme, die sehr viele Fachleute kennen, wo die sagen, also das Verbot an sich, die Kriminalisierung dieser Substanzen, führt dazu, dass gerade die Konsumenten noch einer erheblich höheren Gefahr, auch durch die Streckmittel zum Beispiel, einer höheren Gefahr ausgesetzt sind, als diese Substanz schon ist, die ich um Himmels Willen nicht selbst als harmlos betrachten möchte.